für Dienstag. Heute ist Sixpack-Tag. Das heißt, wir machen ein kleines Warm-up, einfach nur Puls hochbringen. Sucht euch wieder Tabata raus, Spotify, Tabata with Coach. 20 Sekunden Jog in Place. Die Beine von gestern wieder so ein bisschen locker kriegen, das Laktat ein bisschen im Körper verteilen. 10 Sekunden Pause. 20 Sekunden Golf Swings. Kennt ihr vielleicht noch aus unserem General Warm-up? Das heißt, um den Rücken schön ausrotieren. Einfach von rechts nach links hin und her rotieren. Perfekt. Dann habt ihr wieder 10 Sekunden Pause, dann 20 Sekunden Jog in Place, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden Golf Swings, bis eure insgesamt 4 Minuten Warm-up vorbei sind. Für den Kraftteil schnappt ihr euch ein Gewicht. Kann eine Kettlebell sein, kann ein Dumbbell sein, kann ein Sixpack Wasser sein, irgendwas in der Richtung. Macht einen Maximalsatz Russian Twists. Das heißt, die Füße schön zusammengedrückt, schön kontrolliert, rechts, links weiter bewegen. Irgendwann fängt es an, so ein bisschen zu ziehen. Dann macht ihr noch ein bisschen weiter, dann tut es ganz ordentlich weh. Dann macht ihr noch 2, 3 Stück und dann setzt ihr ab. Habt 30 Sekunden Pause, einfach daheim, Eieruhr, Handy, was auch immer ihr benutzen wollt. Und dann macht ihr den Maximalsatz Side Plank auf der einen Seite. Genau. Das heißt, stützt euch auf den Unterarm ab, habt die Füße aufeinander. Die Hüfte geht hier so hoch wie es geht und Oberkörper, Beine sollen eine gerade Linie sein. Das haltet ihr, wie gesagt, so lange wie es geht. Irgendwann tut es ein bisschen weh, irgendwann zittert ihr ein bisschen, dann macht ihr noch ein bisschen weiter und dann macht ihr Pause. 30 Sekunden Pause und dann die andere Seite. Gleiche schöne Körperspannung, haltet das ganze Ding so lange wie es geht. Solltet ihr nach der Sideplank auf der einen Seite die andere Seite nicht mehr so lang halten können, oder ihr merkt, dass die Russian Twists euren Sideplank hier auf der rechten Seite deutlich schwerer machen und danach die linke Seite besser geht, dann wechselt rechts und links, sodass ihr ein gleiches Verhältnis habt. Genau. Insgesamt 4 Runden auf Qualität, das heißt, ihr habt 4-mal so viele Russian Twists wie möglich, 4-mal Sideplank rechts, 4-mal Sideplank links, dann ist euer Bauch schön warm. Metcon wird sein, dass ihr 7 Runden auf Zeit macht, angefangen mit 15 American Swings. Das heißt, Kettlebell oder Dumbbell bis komplett über Kopf. Und sollte das bei euch nicht funktionieren, weil ihr keine Kettlebell oder eine Dumbbell könnt ihr theoretisch auch benutzen habt, dann macht ihr Russian Swings. Schnappt euch wieder den Rucksack, macht den schön schwer und macht einfach 15 Russian Swings damit. Wie gesagt, Kettlebell oder Dumbbell funktioniert beides über Kopf. Ansonsten macht Russian Swings mit einem Hot Object. Noch ein bisschen Bauch hinterher, 15 schöne schnelle Sit-Ups. Das heißt, wenn euer Bauch noch ein bisschen was übrig hat, dann richtig schön Gas geben bei den 15 Sit-Ups. Insgesamt 7 Runden auf Zeit, dann geht es eurem Bauch nicht mehr ganz so gut und ihr geht in die Active Recovery und macht den Cobra Stretch. Das heißt, ihr bringt die Hüfte runter zum Boden, die Arme sind gestreckt auf dem Boden und die Schultern gehen nach hinten unten, dass ihr richtig schön den Bauch verstreckt kriegt, bis sich die Bauchmuskulatur wieder ein bisschen lockert. Cobra. Hier. Oh Gott. Auch heute wieder, wer ein Accessory machen will, 3 bis 5 Mal, so lange wie es geht, den Arch hold. Das heißt, Beine gestreckt, Arme gestreckt, Füße zusammen, Zehenspitzen nach hinten komplett weg, bringt die Hüfte und die Schulter so hoch wie es geht, merkt hier vor allem eure hintere Kette und ein bisschen Arsch und Hamstrings. So lange halten, wie es geht, macht eine Minute Pause. Wenn es nach 3 Runden schon extrem weh tut, belastet es bei 3 Runden. Wenn ihr einen gut trainierten Rücken habt, macht auch gerne 5 Runden. Viel Spaß!